mit mir ganz, ganz herzlich auf dieser Bühne Julian Backhaus. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich heute hier in Berlin sein kann. So ein bisschen hat man es ja auch vermisst während der letzten Monate. So immer eingesperrt zu Hause im Büro und jetzt mal wieder so ein bisschen raus auf Veranstaltungen, ein paar Leute treffen und ein bisschen für Stimmung sorgen. Das habe ich vermisst, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war jetzt in den letzten Wochen und Monaten ab und an mal wieder so auf Veranstaltungen, die in der Regel alle so aussehen wie heute. Tische, ganz viel Abstand, überall muss man Masken tragen und so weiter. Aber trotzdem, ich glaube, die Stimmung, die hat auch den Leuten gefehlt, die hier jetzt vielleicht sind. Immer nur zu Hause vorm Bildschirm sitzen, ist dann irgendwie auch langweilig. Ne? Ich habe heute schon tolle Leute hier auch im Backstage-Bereich und im VIP-Bereich getroffen, auch viele, die ich kannte und ein paar neue Nasen. Ich hoffe, euch geht es genauso. Ich weiß gar nicht, ist hier sie Pflicht oder du Pflicht? Meistens mache ich es in du. Entschuldigung für jeden, den es stört. Und sie hat es eben schon gesagt, Ego. Und meistens hat man so ein bisschen so ein Gefühl, wenn man das Wort Ego oder Egoismus hört. Und wenn man sich dann aber mal so ein bisschen damit beschäftigt, und das hoffe ich und das will ich eben mit meinem aktuellen Buch dieses Jahr auch ein bisschen diese Diskussion neu gestalten, dass das Wort Ego keinen negativen Ursprung hat. Denn das Wort Ego heißt auf Lateinisch nichts anderes als ich. Und wenn ich dann Leute höre, die sagen, vergiss mal dein Ego und steck mal dein Ego in die Tasche und so weiter, dann läuft es mir so ein bisschen kalt in den Rücken hinunter, weil ich denke, man kann sich doch nicht selbst vergessen, geschweige denn aufgeben und immer nur sich um alle Probleme der Welt kümmern, außer um die eigenen Sachen, um den eigenen Scheiß, sagen auch manche.